Und zwar steigen wir jetzt ein in Graphentheorie, sozusagen die verallgemeinerte Form letztendlich von so Bäumen. Ich kann ja, wenn ich jetzt beispielsweise in so einem Baum habe und ich dann auch sowas zulasse oder sowas, das ist letztendlich ein Graph. Graph besteht aus einer Menge von Knoten und einer Menge von Knotenpaaren. Ein Knotenpaar definiert immer eine Kante zwischen zwei Knoten. Warum sind Graphen irgendwie wichtig? Weil man viele Problemstellungen mit Hilfe von Graphen modellieren kann. Navigationssystem beispielsweise, wenn Sie sowas haben. Das ist eine Karte von Teneriffa. Wie komme ich von hier oben nach hier unten? Und zwar über den kürzestmöglichen Weg. Und so eine Landkarte, da habe ich irgendwie eine gewisse Anzahl von Städten, Straßen dazwischen mit Entfernungsangaben. Der kürzeste Weg geht sicherlich nicht so, sondern irgendwie, wenn ich mich an die Straßenverbindungen halte, vermutlich irgendwie so. Der Graph, was macht der? Der hilft uns sozusagen, das Ding erstmal zu modellieren, so ein Problem. Oder ich möchte beispielsweise eine Rundreise machen. Irgendwie bin Handelsvertreter und habe Kunden in ganz Deutschland sitzen und möchte jeden genau einmal besuchen. Wie schaffe ich das, um alle zu besuchen und das auf der kürzestmöglichen Verbindung? Das heißt, die Graphen sind erstmal so die Grundlage, um Probleme zu modellieren und mit deren Hilfe ich dann hinterher auch gewisse Probleme halt lösen kann mit entsprechenden Algorithmen. Ich kann mit Graphen also irgendwie Beziehungen zwischen Objekten herstellen. Wie komme ich am schnellsten, auf dem kürzesten Weg? Oder wenn ich eine Kante nicht irgendwie so als eine Strecke ansehe, sondern irgendwie als Kostenmaß. Ich kann ja jetzt auch sagen, so, ich suche jetzt nicht einen besonders schnellen, sondern einen besonders günstigen Weg und könnte mir jetzt beispielsweise, wenn ich das mit der Bahn mache, alle möglichen Fahrkarten raussuchen. Von Osnabrück nach Berlin könnte ich auch über Hamburg fahren oder über München. Ja, und dann sozusagen nicht die Entfernung sondern, oder Zeiten, sondern beispielsweise die Kosten da modelliere. Ja, und wie komme ich am günstigsten dahin? Ja, oder wie transportiere ich ein bestimmtes Gut am billigsten von mehreren Anbietern zu mehreren Nachfragern? Und das sieht dann immer so aus, ich habe hier irgendwie verschiedene Knoten. Das sind sozusagen dann die bestimmten Ziele, würde irgendwie so Kanten, mögliche Verbindungen vorsehen. Ja, und wenn ich dann beispielsweise so ein gewisses Maß dabei habe, ob Entfernung oder Kosten, dann würde ich halt irgendwie was da dran schreiben. Oder was habe ich noch? So verschiedene Beispiele. Irgendwie so eine qualitative oder quantitative Zuordnung. Ja, welche Wassermenge kann die Kanalisation in Osnabrück höchstens verkraften? Oder wie ordne ich die Arbeitskräfte meiner Firma am besten denjenigen Tätigkeiten zu, für die sie geeignet sind? Oder auch spannend, Reihenfolgen festzulegen. Ich habe bestimmte Beziehungen, wenn ich beispielsweise ein Haus bauen will, dann muss ich als erstes irgendwie das Fundament ausheben, dann gieße ich irgendwie eine Bodenplatte und dann setze ich da irgendwie Mauern. Und wenn ich das alles nicht gemacht habe, dann muss ich mir beispielsweise zur Fliesenverlegung im Badezimmer überhaupt keine Gedanken machen. Das heißt, ich hätte jetzt sozusagen alle Aktivitäten und hätte irgendwie einfach nur eine Beziehung, die sagt so, wenn ich jetzt beispielsweise irgendwie sage, das ist Hausbau, Badezimmer fertig machen. Ja, und vorher muss ich irgendwie Mauern setzen. Das heißt, dann könnte ich beispielsweise eine Kante dazwischen legen. Und in diesem Fall würde man das so machen, es gibt ungerichtete Kanten und gerichtete Kanten. Bei einer ungerichteten Kante ist es egal, da habe ich halt keine Richtungsangabe. Ja, und bei einer Richtung würde ich sagen, so, ich kann nur von hier nach hier, aber nicht von hier nach hier. Ja, und wenn ich beispielsweise so Reihenfolgebeziehungen ermitteln möchte, da könnte ich ja auch wieder Zeiten dran schreiben. Wie lange das dauert, um von hier nach hier zu kommen, kann ich irgendwie so einen kürzesten Durchlauf, beispielsweise durch so ein Projekt. Oder, und damit hat eigentlich die Graphentheorie mal angefangen, Königsberger Brückenproblem. Das ist sozusagen schematisch Königsberg mit dem Fluss Pregel. Wie muss ein Rundweg durch Königsberg aussehen, auf dem ich jede Brücke über den Pregel genau einmal überquere und am Schluss zum Ausgangspunkt zurückkehre. Das sehe beispielsweise dann irgendwie so aus, wenn ich die mal einfach benenne, die Stadtteile, ja, dann ist irgendwie so eine Karte, die das Ganze so ein bisschen visualisiert, ganz hübsch. Aber letztendlich haben wir eigentlich diese Struktur. Insel. Ja, und wir haben beispielsweise hier zwei Brücken. Das heißt, wir haben eine Kante und noch eine Kante. Insel zum Süden, ebenfalls zwei Kanten. Von der Insel zum Osten haben wir eine Kante. Und vom Norden zum Osten haben wir eine und hier auch eine. Das wäre das Ganze sozusagen als Graph modelliert. Dann kann ich mich jetzt fragen, ob ich das denn überhaupt hinkriege. Kommt von Leonhard Euler. Er hat dann irgendwelche Bedingungen formuliert, damit genau ein solcher Rundweg existiert. Also Ergebnis von dem Euler ist, also so ein Rundweg existiert genau dann, wenn jeder Knoten im Graph einen positiven geraden Grad besitzt. Genau, wie viele Kanten von dem Knoten ein- oder aussehen. Ich habe im Prinzip so ein Problem und der Graph dient mir dazu, das Ganze irgendwie zu modellieren. Da gibt es halt eine ganze Reihe von Begriffen, die man so in der Graphentheorie mal brauchen kann. Modellieren mal einen Freundschaftsgraph. Die Knoten seien jetzt Personen und eine Kante zwischen zwei Personen existiert genau dann, wenn sie befreundet sind. Alles Mögliche kann ich da jetzt sozusagen als Personen hernehmen. Das können irgendwie die Studenten eines Semesters sein, Einwohner einer Stadt, Bevölkerung der ganzen Welt. Irgendwie so ein Beispiel könnte irgendwie sein,
aus dem amerikanischen Markt. Die Person, jetzt wollen wir sozusagen einfach nur an dem Beispiel so ein paar Begriffe kennenlernen. Wenn ich dein Freund bin, bist du auch mein Freund. Das ist typischerweise, das ist ja eine symmetrische Relation. Das heißt, da haben wir eigentlich diese Freundschaftskante quasi in beide Richtungen. Das heißt, wenn ich sowas als gerichtetes Dingen formulieren würde, also als gerichteten Graph, habe ich eine explizite Richtungsangabe, oder ich mache es halt als ungerichtete Variante, dann ist es halt egal, in welche Richtung ich gehe. Gehört von, das heißt, ich habe irgendwie gehört von einer Person, das ist typischerweise ein gerichteter Graph. Wir haben schon von ganz vielen Fußballspielern mal beispielsweise aus der Bundesliga gehört oder kennen die irgendwie aus dem Fernsehen, aber ich gehe mal fest davon aus, dass ein Oliver Kahn mich irgendwie nicht kennt. Das wäre jetzt so ein Beispiel für ein gerichteter Graph. Dann, sowas gibt es auch, macht auch in manchen Anwendungen irgendwie Sinn. Eine Kante sozusagen von einem Knoten zu sich selbst, nennt man halt Schleife oder Schlinge. Und sowas ist natürlich immer problematisch, wenn ich jetzt beispielsweise mal durch so einen Graphen durchlaufen will. Es gibt Anwendungen, da könnte es dann passieren, dass ich irgendwie hier immer so im Kreis laufe. Ja, da muss ich dann schon explizit Vorkehrungen treffen, dass ich mir irgendwie diese Kanten dann mal markiere oder die Knoten, dass ich die schon mal besucht habe, damit genau das nicht passiert, ja, um dann auch wieder hier hinzukommen. Ja, also sowas muss man irgendwie immer mit berücksichtigen. Straßenkarte oder jetzt hier bei diesem Freundschaftsgraph. Wir können, Gewicht nennt sich das typischerweise, letztendlich irgendwie so eine Bemaßung der Kanten vornehmen, beispielsweise die Stärke einer Freundschaft oder bei so einem Straßennetz oder Verkehrsnetz hatten wir eben gesagt, wir können da Kilometerangaben dran schreiben oder Kosten. Das Ganze verursacht in Form von D-Mark oder Euros, haben wir ja jetzt inzwischen schon. Wichtig ist, es gibt gewichtete und ungewichtete Graphen. Und wir gucken uns dann später Anwendungen an, die sowohl auf dem einen als auch auf dem anderen Arten von Graph dann, oder überhaupt erstmal Fragestellungen, die dann überhaupt Sinn machen. Ja, oder sowas hier, gibt es bestimmte Wege in so einem Graphen? Bin ich über mehrere Freundschaften hinweg mit dem Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin befreundet? Kenne ich jemanden, der jemanden kennt und so weiter? Und da stellt sich halt die Frage, wenn ich so einen Graphen habe, auch das könnte ein Graph sein. Gibt es überhaupt einen Weg von diesem Knoten zu diesem Knoten? Ja, und ich habe jetzt hier einfach mal so ein Beispiel aufgezeichnet von einem Graphen, der nicht zusammenhängend ist. Ja, kann man sich schon sofort vorstellen, was damit gemeint ist, dass quasi so ein Loch dazwischen ist. Ja, und jetzt hätte ich schon einen zusammenhängenden Graphen und dann käme ich dann auch beispielsweise dahin. Also Frage nach Zusammenhang oder Nicht-Zusammenhang kann auch interessant sein. Wenn ich gewichtete Graphen habe, beispielsweise, wie lang ist der Weg von mir zum Bundeskanzler? Also irgendwie Bundeskanzleramt in Berlin, hätte ich wieder so einen gewichteten Graphen mit Entfernungsangaben. Und in der Regel habe ich häufig das Interesse, ich suche irgendwie den kürzesten Weg von A nach B. Den Begriff hatte ich schon eingeführt. Zusammenhang eines Graphen, also ein Graph heißt zusammenhängt, wenn es einen Weg zwischen je zwei Knoten gibt. Ich greife mir zwei beliebige Knoten aus dem Graph heraus. Das heißt, ein Weg über Kanten hinweg zwischen diesen beiden Knoten. In gerichteten Graphen spricht man auch noch vom strengen Zusammenhang. Ja, und wenn das nicht der Fall ist, wenn so ein Graph nicht zusammenhängend ist, wie wir das eben auch hatten, der besteht aus zwei Zusammenhangskomponenten. Das ist eine Komponente und das ist die zweite Komponente. Wer hat die meisten Freunde? Der Grad eines Knotens. Wie viele Kanten gehen von einem Knoten aus? Also der Grad eines Knotens ist die Anzahl der mit diesem Knoten über eine Kante verbundenen Knoten. Dann wird oftmals unterschieden zwischen sogenannten dichten Graphen und dünnen Graphen. Wobei, da gibt es jetzt keine genaue Regel. Bei einem dichten Graphen ist ungefähr die Anzahl der Kanten. E ist die Menge der Kanten, V ist die Menge der Knoten. Ist ungefähr gleich V Quadrat. Das heißt, jeder ist mit jedem verbunden. Und dünne Graphen ist, wenn halt die Menge der Kanten deutlich kleiner ist als das V Quadrat. Und dann gibt es noch reguläre Graphen, hat jeder Knoten den gleichen Grad. Kreis ist ein Weg, dessen erster und letzter Knoten identisch ist. Einfacher Kreis in einem Graphen, wenn kein Knoten mehrfach vorkommt. Hamiltonischer Kreis, wenn jeder Knoten genau einmal auftritt. Also ich habe beispielsweise einen Graphen, bestehend aus 5 Knoten und jeder wird genau einmal besucht. Ja, und dann sehen Sie, dass irgendwie der Baum auch was mit dem Graphen bzw. umgekehrt zu tun hat. Ein ungerichteter, zusammenhängender Graph ohne Kreise ist ein Baum. Und wenn er nicht zusammenhängend ist, wird aus dem Baum ein Wald. Also das irgendwie so ein paar Begriffe, die sich aber eigentlich intuitiv auch fast erschließen.